Und ihr braucht endlich mal Ausrüstung. So, Schreckensfürst levelt euch mal ab. So. Die könnten hier dann ein bisschen Hilfe gebrauchen. Auch wenn sie in der Lage sind, die Jungs ordentlich umzuhauen. Ah ja. Aber das war richtig genial von Oskar, gerade eben den Idioten da bloßzustellen, der ihm immer auf den Sack ging. So. Gut, Schutzgelderpressung ist immer gut. Was brauchen wir als nächstes? Auf jeden Fall noch einen Priester und noch einen Schreckensfürsten. Priester, Schreckensfürst für den vierten Squad, den wir jetzt hoffentlich gleich freischalten können, wenn wir das Gold kriegen. So, Squad 2 sieht so aus, als ob wir sie auf eine mittlere Materialmission schicken könnten. So, Squad 3. Na, schicken wir sie mal so, wie sie sind. Bis uns sie erreicht. Und was haben wir gekriegt? Nix. Yay. Wir kriegen immer nur die Erfahrung am Schluss, oder? Die wir nicht mehr brauchen. Ah, das heißt, geht, bringt mir Gold. Ich brauche einen vierten Trupp. Eskortiere den Wagen bis zum Turm. Oh, dieses Mal ist es genau andersrum. Dieses Mal müssen wir nicht Samt beschützen, sondern den Wagen eskortieren. Alles kein Problem. Hoffe ich mal. Heroes are entering your dungeon. Hey, Helden im Dungeon. Verprügeln wir sie. So. Wir haben Material für eine Schatzkammer. Das heißt, wir kriegen auf jeden Fall den Gebäude. Punkt. Überfälle kriegen wir auf jeden Fall auch noch zusammen. Hier 1, hier 0, 2 und hier nochmal 2. Macht eigentlich 4. So, erstmal das hier freischalten. Gut, einen Punkt haben wir noch. Und wir haben genug, um den Trupp freizuschalten. So. Du gehst erstmal trainieren, du Trupp. So, ihr geht. Werdet erstmal aufgerüstet. Gut. Du kriegst auch eine bessere Rüstung und da muss ich die alle wieder losschicken, Materialien besorgen. Jedenfalls Trupp 1 und Trupp 2. Trupp 2 kann hier Materialien besorgen. Trupp 1 kann hier Materialien besorgen. Obwohl, ich hätte einen Trupp da oben 75 besorgen lassen können. Egal. Besorgt Materialien. Ich brauche das Zeug. Ah, Trupp 3 kann hier Materialien besorgen. Sehr schön. Gut. Geben wir irgendwie mal die... Ups. Na gut, dann wandeln wir gleich mal so um. Da habe ich mich verklickt. Ich hätte noch warten müssen. So, Materialien. Ja, ich brauche jetzt sehr viele Materialien. Für den, für einmal für die Einheiten zum Ausrüsten und für den letzten, die letzte Schatzkammer. So, ich denke mal, jetzt habe ich wirklich, bis auf das hier, habe ich alle
Ja, habe ich alle die Punkte, die ich kriegen kann. Die kriege ich nicht. Hier ist voll. Also die beiden kriege ich schon mal nicht mehr. Die beiden... Also den da könnte ich noch kriegen. Und das war es dann auch schon. 4 Punkte, die mir weggehen. Damit könnte ich irgendwas freischalten. Naja. Ist egal. Ich komme auch so irgendwie schon klar. So, jetzt erst einmal Schatzkammer. Das ist am wichtigsten. Und dann geht Trupp 1 gleich nochmal los und plündert den da. Und Trupp 2 den da. So. Ah, und jetzt kann ich es richtig umwandeln. So. Also von den 3 Punkten, die ich jetzt habe, könnte ich Kreaturen freischalten. Und das mache ich auch mal. So. Weil ganz ehrlich, die Einheiten, die spare ich mir. Die da. Ich hätte natürlich auch noch auf den einen Punkt warten können und mit dem Taurus freischalten können, aber warum? Wozu? Wozu, wenn ich die Macht der Teufel habe? Ne? So. Ich könnte mal die Küche hier oben besetzen. Alle meine Trupps mal zum Essen schicken. Während ich sie upgrade. Erstmal den Trupp vollständig upgraden. Da fehlt nur noch dem eine Waffe. Dann kann ich die upgraden. Dann die Jungs hier. So. Ich habe in jedem Squad eigentlich einen Schreckensfürsten. Also macht ihr mal Damage. Ihr tankt. So. Das reicht erstmal. Und wenn eure Waffen fertig sind, schicke ich euch auf 2er Schatzmissionen. Davon gibt es ja hoffentlich hier. Eine. Gibt es keine zweite? Nein, es gibt nur 3er. Rico. Toll. Gut, dann schicke ich Squad 1 und Squad 2 auf 3er Schatzmissionen. Das wird ja hoffentlich nicht umbringen. Und euch muss ich auf Materialmissionen schicken. Habe ich. Achso. Hä, warum müssen Maskottchen da unten? Warum sind Maskottchen hier unten in der Auswahlleiste? Na gut. Okay, ihr beide müsst noch essen. Squad 1. Die Schatzmission. Squad 2, die Schatzmission. Dann gucken wir da mal kurz rein. Das sind einfach nur Level 1 Gegner, aber 3 Stück. Na, ganz toll. Level 1 Gegner müsstet ihr wegbashen können, wie nichts Gutes. Genau, die machen unglaublich wenig Schaden. Aber ich glaube mal, bei Squad 2 muss ich ein bisschen unterstützen. Was, hier sind nur Elfen? Oje, mein Schreckensfürst ist roh, der ist in Enrage. So, der Gauner ist weg. Materialien wollte ich. Squad 3. Squad 4. So.
Heroes are entering your dungeon. A new side quest has been added. Oh, eine große Heldenwelle. Naja. So, du kriegst Upgrades. Nun muss ich die beiden Truppen da Helden töten lassen. So ein Beißer. So. Okay. Den Trupp freischalten, in den Trupp kommen. Ein Berserker, ein Recke, ein Priester, ein Schreckensfürst. So. Perfekto. Das heißt, Squad 1 und Squad 2 gehen mal definitiv aus dem Weg. So, ihr kriegt noch so eine Tank-Einheit, so ein Tank-Maskottchen. So. Ihr müsst trainieren gehen. Da oben. Ihr müsst bei Bar bleiben. Ihr seid die beiden guten Trupps. Die anderen Trupps muss ich erst noch ein bisschen hochtrainieren. Durchs Moschen. Trübung. Klingt schon mal nicht schlecht. Die meisten haben dieselben Dickschädel. Achso. Du hast Trübung, du hast Raserei. Und du hast Betäubung. Das sind eigentlich ziemlich gute Kombis. Du hast Dickschädel und was ist das? Panzerbrecher. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Nur um sich mal so zu merken, welche Kombis was für Fähigkeiten hervorrufen. Raserei und Trübung. Also so wie du da oben auch. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Panzerbrecher ist eigentlich auch nicht schlecht. Das geht nämlich für alle Leute in dem Squad. So, und ihr kriegt noch einen Häcksler. So. Und müssen wir jetzt 2 Minuten lang auf die Heldentruppe warten. Und können die hier alle mal ein bisschen moschen. Und vielleicht Erfahrung sammeln. Und dann gucken wir uns hier im Turm um. Weil hier gibt es, glaube ich, auch noch mindestens eine Sidequest, wo wir den Hexenmeisterinnen helfen können. Sollten tun. Die nehmen wir dann einfach so mit. Die helfen uns dann einfach. Punkt. Ich könnte jetzt meine Fallen noch verbessern. So. Und hier irgendwo so eine Matschfalle platzieren. Gut. Noch 1 Minute bis zur Heldenwelle. Squad 1 und Squad 2 könnte ich wieder zum Essen schicken. Ah ja, ich habe es irgendwie vermisst, mit den Teufeln zu spielen. Und wenn das jetzt gerade etwas komisch klang. So, Heldenwelle. Gebe ich denen noch mal kurz was zu futtern. So viel Zeit haben wir noch, bis die Heldenwelle eintrifft. Jo.
Okay. Heldenwelle eingetroffen. Heroes are entering your dungeon. Hier sie alle. Wow. Wow, wow, wow. Heilt alle. Autsch. Ersetzt den Schreckensfürsten. Thief is back on the menu, lads.